Aber wir ziehen uns jetzt noch ganz kurz rein, wie Tomato Lix 3 Tage lang am Stück LSD nimmt. Ich will einen Monat lang jeden Tag LSD nehmen. Also. Ach so, okay, alles klar, Bro. Alles klar. Dann nimm doch, pass auf, Bro, dann nimm doch direkt, dann mach doch direkt jeden Tag einen, alles klar, 31 Tage lang LSD. Okay, let's go. Also genauer gesagt, LSD-Microdosen. Microdosing gilt seit einigen Jahren als neuer Trend im Silicon Valley. Da okay, ich mach das auch. Dabei nimmt man kleine Dosen von halluzinogenen Substanzen wie LSD oder Psilocybin, die 10 bis 20 Mal tiefer sind als bei einer normalen Dosierung. Es soll so sein, dass du den Effekt der Substanz gar nicht mehr wahrnimmst. Dadurch soll es nicht zu einem psychedelischen Trip kommen. Okay, und was habe ich dann davon? Sondern zu vielen anderen positiven Effekten. Dass man kognitiv, also von den geistigen Fähigkeiten, etwas besser wäre. Man könne sich besser erinnern, man könne schneller arbeiten und so weiter. Also soll irgendwie der Arbeitsperformance zuträglich sein. Das ist eigentlich der Haupteffekt. Manche behaupten, es würde auch Kreativität anregen. Und manche behaupten, es würde gegen gewisse psychische Beeinträchtigungen durch Ängste oder Depressivität auch eine Wirksamkeit haben. Leistungssteigerung durch LSD also. Klingt für mich ziemlich spannend. Aber ich frage mich auch, ob das wirklich so gut funktioniert. Und ob es dabei nicht irgendwelche Risiken gibt. Deswegen probiere ich das Ganze 30 Tage lang aus und mache das Selbstexperiment. Morf, dankeschön, Bro. Kuss für den Sub. Paid wahrscheinlich, oder? Jetzt ist natürlich als allererstes die Frage, welche Substanz nehme ich denn zum Microdosing? Und ich habe mich dafür ein CP-LSD entschieden. Ein CP-LSD ist eine Prodrug zu LSD. Das ist heißt, das legal wird im Körper zu LSD umgewandelt und habe ich gehört. Es sieht aus wie ein Stück Pappe. Actually ist es ein Stück Pappe, auf dem das LSD draufgeträufelt wird. Habe ich gehört. Wirkt komplett gleich. Und das hat den Vorteil, dass es gerade noch legal in Deutschland erhältlich ist. Ich habe mir einfach im Internet einen Blotter mit fertigen 1-CP-LSD-Mikrodosen bestellt. Kurzer Hinweis, mittlerweile wurde 1-CP-LSD in Deutschland verboten. Okay, never mind. Das heißt, man kann das jetzt nicht mehr einfach so kaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert 11. das denn danke überhaupt für den mit Microdosing? Kuss. Also, was muss man dabei beachten? Das habe ich Jascha von Set & Setting gefragt, der mich schon bei meinem LSD-Trip begleitet hat. Du hast eben LSD, was ja eine Flüssigkeit ist, was oft auf diesen kleinen Pappen, auf diesen kleinen Zetteln drauf ist. Das heißt, du kannst diesen Zettel schneiden und dir eine sehr kleine Dosierung abschneiden. Oder du hast natürlich das flüssige LSD und kannst das eben sehr genau dosiert einnehmen. Bei Substanzen wie LSD wird eben gesagt, dass die Toleranz steigt. Und deswegen führt das dazu, dass wenn du es jeden Tag machst, dass du irgendwann nichts mehr spürst davon. Und von James Fadiman gibt es da dieses klassische Protokoll, dass du an einem Tag Microdosing machst, zum Beispiel mit Psilocybin oder LSD. Und dass du dann 2 Pausentage machst und dann wieder Microdosing machst. Es gibt aber auch noch ganz andere Modelle oder manche nehmen es einfach nach Gefühl. Imagine, man hat einfach eine Briefmarke, wo das drauf ist. Wie chillig. Ich mache das auch einfach nach dieser klassischen Methode. Das heißt, ich nehme an einem Tag die Mikrodosis ein, dann mache ich 2 Tage Pause und wieder die nächste Mikrodosis. Und ich fange Dankeschön an für die mit 20 Mikrogramm 1-CP-LSD, weil das ist einfach das, was auf diesen fertigen Mikrodosis-Blottern drauf ist, die ich gekauft habe. Okay, heute ist der erste Tag. Das heißt, jetzt gleich werde ich meine allererste Mikrodosis einnehmen. Und ich bin super gespannt, wie die Effekte sind. Nicht so geil wäre, wenn das jetzt einfach ein richtiger LSD-Trip wird, weil dann ist der ganze Tag im Eimer. Da kann ich nichts machen. Nein, dann ist der ganze Tag ziemlich chillig. Heute auf jeden Fall einige Dinge vor, die ich schaffen möchte und bin gespannt, ob ich es jetzt irgendwie ein bisschen besser hinkriege. Das ist echt komisch, so ein Stück Papier dann immer in den Mund zu nehmen. Ich lasse das jetzt mal so ein bisschen im Mund und melde mich dann später nochmal. Also ich weiß nicht, ob ich mir das kann man das nicht einfach auf Esspapier machen? Ganz einbilde, aber es sind jetzt 2 Stunden vergangen nach der Einnahme und ich habe schon das Gefühl, so ein bisschen unkonzentrierter zu sein, dass ich irgendwie Jonas Bobby, danke für den nicht Sub. So gut auf eine Sache danke einlassen kann, Kuss, ich ein bisschen komisch fühle. Ja, ist irgendwie alles okay, was anstrengend let's go. Oder so. Keine Ahnung, ob das da jetzt mit zusammenhängt, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich so ein Flimmern in mir drin habe. Und okay, alles klar. 20 Mikrogramm sind schon so viel für eine Microdose. Bisschen müde bin, bisschen genervt. Auf jeden Fall fühle ich mich noch nicht so wirklich produktiver. Vielleicht war das doch zu viel. Also vielleicht war das keine Microdose, sondern doch eher so eine Mini-Dose. Und dementsprechend gibt es dann leichte LSD-Effekte. Also ich sehe nichts anders und es fühlt sich auch nicht so nach LSD an, aber irgendwie fühle ich mich so ein bisschen unwohl. Joksi, Kuss, geht raus, danke für den Zapp an Teichente. Einfach. Das ist richtig danke. Nervig. Oh. Weil ich will ja eigentlich jetzt noch so ein bisschen arbeiten, aber ich kann nicht
mich nicht so richtig konzentrieren, glaube ich. Das ist irgendwie anstrengend, dieser Zustand. Also ich fühle mich durch das Microdosing bisher eher unwohl. Aber was gibt es sonst noch so für Gefahren dabei? Microdosing ist immer so ein bisschen zweischneidig. Wenn es wirklich Microdosing ist, also wenn es wirklich eine sehr, sehr geringe Dosierung ist, dann kann eigentlich nicht so viel schiefgehen. Auf der anderen Seite passiert das eben oft, dass die Leute ein bisschen zu viel dosieren. Das Mini-Dosing wird eher und dadurch dann vielleicht zu eher turbulenten Erfahrungen kommen kann. Das bedeutet, ich glaube, Dosierung ist so das, was wir da am meisten beachten sollten. Was Nebenwirkungen angeht, muss die Tokens irgendwie verbrauchen. Es ist so, dass manche Leute doch deutlich mehr Angst verspüren, dass die empfindlicher werden gegenüber Reizen aus der Umwelt. Wir wissen hier nach wie vor nicht, sind das nicht doch Placebo-Effekte, aber es scheint so zu sein, dass mindestens zum Beispiel Angst in erhötem Maße auch auftreten kann. Es perfekt, wird von manchen auch geschrieben, dass Ängste dadurch eher weggehen. Erfahrung zeigt aber eher, dass Ängste begünstigt werden, insbesondere bei Leuten, die vielleicht in diese Richtung sowieso ein bisschen unterwegs sind mit Ängsten. Regelmäßigen LSD-Konsum abhängig werden? Grundsätzlich kann man ja von LSD eher nicht abhängig werden. Man könnte sich jetzt vorstellen, wenn Leute Mini-Dosierungen nehmen, also Dosierungen, bei denen sie noch ganz leicht was merken und das alle paar Tage, dass das dann irgendwie so eine Art Drang erzeugt, irgendwie, dass ich das doch wieder haben will. Also man kann schon süchtig werden, okay. An dieser Stelle einmal vielen Dank an den Sponsor des heutigen Videos und das ist wieder einmal CyberGhost VPN. CyberGhost VPN verbirgt eure Hey, ist echt nicht böse gemeint, aber you know it. Irgendwie extrem so müde, unkonzentriert und habe so ein bisschen Kopfschmerzen. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, weil ich habe eigentlich genug geschlafen, gute 8 Stunden, aber trotzdem fühle ich mich heute so ein bisschen komisch. Kuss, Miss Godwina, danke schön für die 5 gifted Subs. Vielen Dank, danke. Ja, nachdem das beim letzten Mal nicht so gut funktioniert hat, habe ich mir überlegt, werde ich heute die Dosis reduzieren. Heute werde ich nur 10 anstatt 20 Mikrogramm nehmen, also die Hälfte, und hoffe einfach, dass ich jetzt nicht diese negativen Sachen spüre, sondern mehr so die positiven. 24 Stunden trippen. Ich werde jetzt einfach so einen Plotter durchschneiden. Sehr, sehr geil. Okay, mal schauen. Mir ist gerade auch wieder so ein bisschen übel. Das ist echt so richtig. Das müsste ich mich gleich übergeben oder so. Irgendwie scheine ich das Microdosing nicht so gut zu vertragen. Also habe ich mich dazu entschieden, die Dosis noch weiter auf ca. 7 Mikrogramm zu reduzieren. Dann mal gucken. Gibt es noch Microdosing mit Kiffen, so dass man jeden Tag ein bisschen kifft? Also ich merke auf jeden Fall noch nicht, dass ich jetzt irgendwie fokussierter bin, sondern ganz im Gegenteil eher, dass ich so ein bisschen zerstreuter bin. Wieso funktioniert das denn nicht bei mir? Ich war echt verzweifelt. Ich habe so viel Positives über Microdosing gelesen, aber irgendwie funktioniert das nicht bei mir. Also ganz egal, welche Dosierung ich ausprobiere. Nimm mal Ritalin, Bro. Ich merke einfach überhaupt keine positiven Effekte. Ganz im Gegenteil, vielleicht mir wird einfach nur schlecht. War es das jetzt also mit meinem Selbstexperiment? Muss ich das abbrechen? Nein, denn ich bin einfach auf Crystal Meth Maxi-Dosing umgestiegen. Eine Idee hatte ich noch, weil man kann Microdosing ja nicht nur mit LSD machen, sondern auch mit Psilocybin, dem Wirkstoff in Magic Mushrooms. Also habe ich mir überlegt, probiere ich vielleicht einfach das noch, ob das genauso schlecht wirkt. Aber bevor wir dazu kommen, spreche ich mit jemandem, der im Gegensatz zu mir von vielen positiven Erfahrungen mit Microdosing berichtet. Ferdinand nimmt seit einem Jahr regelmäßig Psilocybin-Microdosen. Oha, ich bin Influencer. Okay. Bei mir geht es um gesunde Lebensentscheidungen, sei es Veganismus, sei es Bewusstsein, Sport, Schlaf und so. Aber man ist doch dann ständig drauf, oder wenn man jetzt, sag ich mal, einen Drogentest machen würde, würde man doch da safe direkt gefickt werden, oder? Microdosing ist einfach eine Erfahrung, die mich sehr excited und ja, die ich erfahren habe und das auch mit meiner Community teile. Es sieht dich einfach mehr in dem Moment, dass was ich mache, und das sind ja viele kreative Sachen, sind einfach noch intensiver, noch präsenter, dass ich es genieße und so richtig. Auf Psylo und LSD wird nicht getestet. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich jeden Tag auf LSD ballern kann und da einfach nicht drauf getestet sind. Pilze und LSD lassen sich wirklich nicht nachweisen. Psilocybin ist ja 24 Stunden aus dem Körper raus. What the fuck? Okay, let's go. Nein, Chat, nimm keine Drogen. Lass das wirklich, Alter. In diesen Flow-State komme. Ich merke aber nicht wirklich was. Wahrscheinlich immer nur Bluttest, oder? Wow, das war ein krass schöner Tag. Wenn ich nicht Microdose nehme, entscheide ich mich trotzdem dafür, weil es ist ja letztendlich alles in dir. Es gibt dir ja nur diese Erlaubnis, diesen Zustand zu erfahren, Chat der voller ja Drogenexperten. In dir ist. Und warum soll ich mich gegen Flow, gegen Selbstliebe, gegen mehr präsent sein entscheiden? Deswegen bin ich quasi immer auf Microdose. Dann bräuchtest du doch eigentlich gar keine Microdosen mehr, oder? Genau, aber die Research, die rauskommt und schon draußen ist über Neurogenesis, die ist einfach krass, dass wir einfach neue Neuronen bauen,
das, was wir machen, die Verknüpfung noch krasser werden. Ich brauche es nicht, aber ich entscheide mich bewusst dafür, denn ich möchte mich weiterentwickeln mit einem krasseren Gehirn, wenn man das so sagen kann. Aber gerade diese Veränderung im Gehirn Puls 2 Maus ist auch zu viel. Danke, HyperX. Wird auch kritisch gesehen. Wenn ich also genau das, ich finde sowas halt immer sehr schwierig. Also man muss Drogenkonsum wirklich immer sehr kritisch beäugen. Klar gibt es da sicherlich viele positive Punkte, die für den Einzelnen eventuell funktionieren, aber genauso gut gibt es auch sicherlich viele Leute, die darauf Negativfolgen gehabt haben. Deshalb seid mit sowas auf jeden Fall immer krass vorsichtig. Wenn ich jetzt durch ein Mittel sowas gezielt ausstoße und meine Nervenzellen vielleicht mehr wachsen oder weniger oder woanders hin, diese Ausläufer und sowas. Also ich bin vielleicht an bewusstseinserweiternden Zuständen interessiert, aber mein Gehirn verändern und das auch noch auf Dauer, ist das positiv? Ist das gut für mich? Das weiß ja kein Mensch. So sieht so eine Kapsel aus. Da ist einfach ein pulverisierter Pilz drin im Prinzip. Und ja, Ego-Dev und sowas. Ich werde das jetzt einfach mal einnehmen und gucken, was passiert. Wir haben jetzt gut eine Stunde nach der Einnahme und ich muss sagen, dass das diesmal ein bisschen besser klappt, glaube ich. Weil ich habe gar keine Übelkeit, also ich merke kein unangenehmes Körpergefühl und ich merke schon einen leicht verbesserten Fokus. Also ich kann mich gerade ganz gut konzentrieren und komme irgendwie ziemlich schnell in so einen Tunnel. Das war beim 1CP-LSD auf jeden Fall nicht so. Imagine Valorant playing auf Pilzen. Die Tage danach habe ich das Experiment also mit Psilocybin fortgesetzt und hatte echt überhaupt kein unangenehmes Gefühl mehr, sondern habe die gleichen Effekte wie beim ersten Mal gespürt. Also so eine Wachheit, so ein klarer Fokus und so ein positives Grundgefühl. Alles relativ leicht, aber definitiv spürbar. Heute merke ich irgendwie so zum ersten Mal den stimmungsaufhellenden Effekt, den Microdosing ja auch haben soll, weil mein Tag war bisher irgendwie... Meint ihr, Wackband kann das tracken, wenn ihr auf Pilzen seid? Nicht so geil irgendwie. Er hat dich verarscht, das ist Erde. Der arme Bre frisst die ganze Zeit Blumenerde und weiß es nicht. War ich voll gestresst, richtig schlecht gelaunt, weil irgendwie nicht so richtig geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich vorhin die Pille genommen und jetzt ist das voll weg. Jetzt fühle ich mich richtig gut und ich weiß nicht, der ganze Stress ist auf einmal so plötzlich verschwunden. Und ich kann mir das nicht erklären, weil ich habe nichts anders gemacht. Ich glaube, wenn ich die Microdosis jetzt nicht genommen hätte, wäre ich einfach den ganzen Tag so ein bisschen schlecht drauf gewesen. Crazy. Das ist schon verrückt. Dass Psychedelika wie LSD oder Psilocybin in höheren Dosen zur Behandlung verschiedener Krankheiten genutzt werden können. Ich habe das schon von MDMA tatsächlich gehört, dass das in den USA zum Teil als Psychopharmaka verschrieben wird tatsächlich. Ist mittlerweile ziemlich... Ich nehme nur Frauengold, das einzig wahre. Keine Ahnung, was es ist, aber ganz viel Spaß hier dabei. Sicher, aber... Kalgon würde ich jetzt nicht jeden Tag nehmen, Chat. Ich glaube, es gibt kein Kalgon-Microdosing. Wie sieht die Studienlage bei Microdosen aus? Jetzt haben Sie ja jahrzehntelang zu LSD unter anderem geforscht. Sie haben auch ein Buch über Microdosing geschrieben. Was würden Sie denn sagen, wie wahrscheinlich ist das, dass Microdosing funktioniert oder nicht funktioniert? Also ich glaube, dass dieser Bereich dieser niedrigen Dosierung, insbesondere in Bezug auf regelmäßige Einnahme, einfach noch nicht ausreichend untersucht ist. Man könnte vielleicht den derzeitigen Wissensstand so zusammenfassen, es könnte sein, dass das ein bisschen Wirkung hat. Kann aber auch sein, dass ihr einfach dumm werdet davon, ne? Auch auf psychische Störungen oder auch auf die Performance. Ob die positiv, negativ sind, muss man gucken. Es könnte aber auch sein, dass es gar nicht wirksam ist, weil der... Frauengold ist Alkohol, wurde damals als Medizin für Frauen verkauft, ist aber einfach Alk. Zieh dir mal den Werbespot von damals rein, Legende, okay? Stoß, der Stups, kenn ich gar den nicht. Das gibt, so gering ist, dass er das Gehirn in Wirklichkeit gar nicht beeinflusst. Wie lassen sich dann diese positiven Effekte, die einige Menschen da verspüren, erklären? Also einmal gibt es natürlich den sogenannten Placebo-Effekt. Das heißt also, ich nehme eine Substanz ein. Wir wissen zum Beispiel, wenn Sie eine rote Pille nehmen, wirkt es anders als eine blaue und als eine grüne, obwohl überall nichts drin ist und sowas. Also diese Wirkung, dass Leute sich was einbilden oder sowas, das wäre eine denkbare Möglichkeit. Kokain-Microdosing ist kein Ding, Chat. Meine Erfahrung zeigt, umso mehr ich daran geglaubt habe, umso mehr hat es gebracht, umso weniger ich daran geglaubt habe, umso weniger hat es gebracht, was für mich so der logische Schluss, okay, ist Placebo. Ganz gefährlich immer, wenn ich das sage, sagen die Leute, bei mir hat das aber voll viel gebracht. Ich habe meine Depression überwunden durch Psychedelika, durch Microdosing. Das bin ich natürlich der Letzte, der sagt, man sollte das nicht. Das kann nicht sein, das funktioniert nicht. Dass Placebo trotzdem auch eine Wirkung ist, ist ja unbestritten. Deswegen, ich glaube, Microdosing kann sehr viel bringen.
Aber ich glaube, dass es Abflussreiniger, Microdosing, I don't know about that. Heute ist der letzte Tag, heute werde ich die letzte Microdosis einnehmen und ja, dann kann ich ein Fazit ziehen. Ob Microdosing wirklich funktioniert, ist bisher noch nicht bewiesen. Bei mir hat es mit 1-CP-LSD überhaupt nicht geklappt. Mit Mushrooms habe ich schon leichte positive Effekte gespürt. Er berät einfach eine Badewanne in seinem Zimmer. Aber die waren ehrlich gesagt nicht so krass, dass ich das jetzt irgendwie regelmäßig machen würde. Was denkt ihr über Microdosing? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und auf meinem neuen Zweitkanal habe ich übrigens letztens eine App ausprobiert, die einen psychedelischen Rauschzustand auslösen soll. Okay, sehr, sehr stark. Gutes Video, Tomatolix, wir lieben es.